Moin zusammen, hier ist Jens vom Kanal Move Electric und willkommen zu einem neuen Video und schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich war für euch mal wieder unterwegs, denn ich komme jetzt hier gerade aus Österreich. 3 Tage war ich weg. Ich war nämlich in Koblach, das ist bei Bregenz von Bremen so rund 810 Kilometer Entfernung. Und da habe ich an der Porsche Taycan Challenge teilgenommen. Ja, was das genau ist, das erfahrt ihr natürlich im Laufe des Videos. Das wird hier also ein schöner Roadtrip nach Österreich und zurück. Und dann eben die Porsche Challenge, denn die geht über 1111 Kilometer. Ja, wie gesagt, Details folgen im Laufe des Videos. Und ich habe auch noch einen sehr guten Kumpel von mir getroffen, denn wir sind zusammen im Porsche Taycan Sports Turismo 4S gefahren. Und wer das genau ist, das erfahrt ihr natürlich auch in diesem Video. Und vor allem wird es auch spannend, was mein Tesla Model S gesagt hat, als ich hier in Bremen losgefahren bin. Da hatte ich 98% im Akku und ich sollte tatsächlich die 811 Kilometer bis Koblach quasi mit einem Ladestopp absolvieren. Der eine Ladestopp, der wäre in Motten gewesen, 408 Kilometer von Bremen entfernt. Über 4 Stunden Fahrt. Ja, und das war dann natürlich spannend. Wer muss zuerst raus, das Auto oder ich? Denn ihr wisst ja, ich bin knapp 35 und meine Blase hält also 4 Stunden nach dem morgendlichen Kaffee auf gar keinen Fall aus. Ja, das wird auch spannend und überhaupt, das ganze Video ist mega cool und vor allem eben auch der Porsche Taycan. Ihr werdet das ja in diesem Video sehen. Das war eine richtig geile Veranstaltung. Also bleibt unbedingt dran, es lohnt sich. So Leute, jetzt sind wir ziemlich genau 2 Stunden unterwegs, haben über 220 Kilometer hinter uns gebracht, 187 Kilometer haben wir noch und wir haben noch knapp 50% im Akku, das heißt gar kein Problem, die 400 Kilometer bis Motten. Wir haben es leider nicht mehr so schönes Wetter wie am Anfang sah es doch recht sonnig aus, jetzt ist es hier so ein bisschen neblig gewesen gerade und immer wieder komme ich so durch Nebelsuppe, fährt sich da natürlich nicht ganz so angenehm. Aber der Zähler steht übrigens bei Toilette 1, Laden 0. Ne? Ja, ich musste gerade vorhin mal kurz austreten, weil ja der Kaffee fordert einfach sein Tribut. Ja, so ist das. Und ich bin echt froh, wenn ich nach 4 Stunden nachher eine Pause machen kann. Also knapp 2 Stunden haben wir noch vor uns. Und dann laden wir natürlich relativ voll, damit ich in einem Rutsch dann bis Bregenz durchfahren kann. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich vor Bregenz noch mal einen kurzen Ladestopp, um nicht ganz leer da anzukommen. Ich habe nämlich keine Ahnung, ob ich beim Hotel dann laden kann. Und dann am Freitag auf der Rückreise gleich am Anfang erstmal laden zu müssen, da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen werde ich vielleicht vor Bregenz noch einen zweiten Ladestopp machen. Auch wenn er nicht nötig ist, aber damit der Akku eben nicht ganz leer ist am Ende. Ja, Fahrt ist ziemlich entspannt, fährt einen kurzen kleinen Stau, ansonsten ist der Verkehr recht flüssig. Läuft alles und ich fahre hier die entspannten 130 km/h Richtgeschwindigkeit. Ich würde sagen, wenn ich dann lade am Supercharger Motten, dann melde ich mich wieder. Bis dann. So Leute, jetzt ist es gleich 21:45 Uhr. Jetzt laden wir hier und Insider von euch, die werden sehen, es ist hier nicht Motten. Nee, es ist Kirchheim. Und zwar warum? Ich habe mal geguckt, wie es mit Motten aussieht, nämlich wie viel Kilowatt kriege ich eigentlich in Motten? Und das waren tatsächlich nur 150 und irgendwie 150 kW. Und das ist mir einfach zu wenig. Ich meine, der Wagen zieht hier 256 kW. Mit 21% sind wir hier angekommen in Kirchheim. Motten sind von hier aus noch 54 Kilometer. Das hätten wir locker geschafft mit den 21, aber ich wollte da einfach nicht nur mit 150 kW laden, völlig klar. Deswegen bin ich früher rausgefahren und es gibt hier ja nun wirklich alle 50 Kilometer irgendwie Supercharger auf der Strecke, gar kein Problem. Und ja, bis Bregenz, da haben wir jetzt noch knapp 400
80 oder so. Und das werden wir jetzt mit einer Ladung wohl nicht mehr schaffen. Also mit dieser hier, sondern da werde ich dann eben, wie ich schon vermutet habe, kurz vor Bregenz nochmal einen Stopp einlegen, um dann ein bisschen voller zu laden, damit ich dann am Freitag, wenn ich nach Hause fahre, eben nicht gleich am Anfang wieder laden muss. Das passt mir eigentlich auch ganz gut, weil ich weiß schon jetzt, dass ich garantiert auch nochmal auf Klo muss unterwegs. Wie gesagt, von 7 Uhr bis 10 Uhr jetzt irgendwie 3 Stunden gefahren, ein bisschen mehr als 3 Stunden. Und dann ist man echt froh für eine Pause. Ja, ich trinke meinen Kaffee noch zu Ende, ich esse ein Brötchen, ich gehe aufs Klo, ich vertrete mir ein bisschen die Beine. Jetzt stehen wir hier eine halbe Stunde, würde ich mal sagen. Und dann, wenn es gleich losgeht, wenn wir weiterfahren, dann erzähle ich euch ein bisschen was über die Porsche Challenge, worum es da überhaupt geht. So, es geht weiter. Wir haben genau 26 Minuten hier gestanden, bis 82% hochgeladen. Und wir fahren jetzt Richtung Supercharger Illertissen. Das ist von hier aus 341 Kilometer entfernt. Da kommen wir mit 10% an. Und das ist kurz vor Bregenz, naja, ich würde mal sagen so 100 Kilometer vor Bregenz oder 80 oder so. Und in der Zwischenzeit kann ich euch ja ein bisschen was über die Porsche Challenge erzählen. Also worum geht es da überhaupt? Also das ist sozusagen ein Einladungsturnier, sage ich mal, von Porsche, wo YouTuber, Pressevertreter eingeladen werden, mit dem Porsche Taycan eine Runde zu drehen. Also eine Runde drehen heißt genauer gesagt, es müssen 1111 Kilometer absolviert werden. Und zwar geht es darum, 4 Porsche Launches abzufahren. In Koblach geht's los, das ist die Porsche Launch in Österreich. Dann gibt es eine in Bingen, in Würzburg und Ingolstadt. Und das ist mehr oder weniger ein Rundkurs und den muss man abfahren. Und das möglichst auf Zeit. Allerdings gibt es da ein Problem, also in Anführungsstrichen ein Problem. Die Strecken sind doch relativ lang. Vor allem die Strecke von Bingen zurück nach Koblach. Oder umgekehrt, wenn man andersrum fährt, von Koblach nach Bingen. Das sind nämlich autobahntechnisch 445 Kilometer. Und ja, der Porsche Taycan, 96 Kilowattstunden netto, also der neue, ne, 2024. Das könnte ein bisschen knapp werden, also das heißt, Rasen ist nicht. Weil man, wenn man rast, dann ist der Verbrauch zu hoch, dann wird man die Strecke nicht schaffen. Das heißt, man muss schon haushalten. Man kann sich auch aussuchen, ob man Autobahn fährt. Man kann auch Landstraße fahren, dann ist die Strecke kürzer, aber dann dauert es natürlich viel länger über die Dörfer. Eieieiei, meine Güte, hier fahren sie wie die Bekloppten, ne? Okay, also über die Dörfer kann man fahren, aber das bringt einem nicht viel, weil man muss auch spätestens um 20 Uhr wieder in Österreich sein. Und ja, warum laden wir nicht zwischendurch, fragt ihr euch. Ja, das ist verboten. Man darf zwischendurch nicht laden. Man muss nur, man darf auch nur an den Porsche Launches laden. Wer fährt sonst noch mit? Also 6 Teams sind es, wie gesagt, mit 6 verschiedenen Porsche Taycans. Alle Modelle, die es gibt. Die Autos werden auch zugelost. Also ich weiß jetzt noch nicht, welches Modell wir fahren. Und es ist ein Team aus Schweden dabei und ein Team aus Österreich und 4 Teams aus Deutschland. Alexander Bloch zum Beispiel bildet ein Team von Vox natürlich, ist dabei. Und ein YouTuber-Team mit mir und noch einem anderen. Aber das seht ihr dann. So, jetzt fahren wir erstmal noch. 340 Kilometer wird noch eine Zeit lang dauern. Und ja, ich melde mich dann wieder von Illertissen, würde ich sagen. Boah, hier hat sich's zugezogen, Leute, in Illertissen. Und es ist wirklich frisch. 12 Grad waren es zwar auch draußen in Kirchheim, aber hier ist es irgendwie, es fühlt sich kühler an. Und ich glaube, bis Österreich fängt es noch an zu regnen. Das wäre ja wirklich bitter, dass ich das noch mitnehme. Wir sind mit 8% hier angekommen. Wir haben jetzt eine Strecke zurückgelegt von 682 Kilometern. Es war genau 14.05 Uhr, als wir angekommen sind, also quasi fast genau 7 Stunden für 686 Kilometer. Wir haben einmal 26 Minuten geladen in Kirchheim und hier laden wir jetzt auch nochmal 20 bis 25 Minuten, sind schon wieder bei 42%. Bis Bregenz oder Koblach sind es noch 122 Kilometer. Wir kommen jetzt schon mit 20% an, aber ich will noch ein bisschen voller machen, dass ich da
für die Rückfahrt, wie gesagt, ja, Reserve, aber habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Was witzig ist, hier gibt es ja auch noch ein paar Ionities. Hier gibt es, glaube ich, 20 Stalls, V3 und eine Waschanlage mit einem Riesenschild Tesla Start. Jetzt ist die Frage, was bedeutet das? Kriegt man als Tesla-Fahrer hier eine Wäsche umsonst? Oder ist das quasi nur eine Aufforderung, hier lasst euren dreckigen Tesla hier mal waschen, kostet nur 17 Euro. Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht sollte ich es mal ausprobieren, weil der Wagen ist echt dreckig. So Leute, ich lade jetzt noch ein bisschen und dann melde ich mich, wenn wir in Koblenz sind. So, Leute, wir sind angekommen im Hotel. Das ist nicht in Koblach, da ist die Porsche Lounge. Wir sind in Rankweil stationiert, das ist auch bei Bregenz. Sehr schönes Hotel, da checke ich gleich erstmal ein. Aber erstmal kurz zu den Daten der Tour. Wir sind gefahren 811 Kilometer, haben einen Durchschnittsverbrauch von 19,4 Kilowattstunden und haben gebraucht 8 Stunden 45 ungefähr, weil es ist jetzt 15.54 Uhr und wir stehen hier schon ein paar Minuten. Also unter 9 Stunden. Also könnt ihr mal sehen, so ein Tesla Model S hier zum Beispiel ist eigentlich völlig langstreckentauglich, genauso wie ein Verbrenner. Man verliert so gut wie keine Zeit. Denn ganz ehrlich, auf 8 Stunden 45, was haben wir denn Pause gemacht? 26 Minuten geladen und 20 Minuten geladen. Macht zusammen 46 Minuten Pause. Also das macht man doch sowieso auch mit dem Verbrenner. So, jetzt checken wir erstmal ein. Und dann zeige ich euch, mit wem ich morgen eigentlich die Challenge fahre. Ja, schaut euch das an, wer da ist. Hi Tarik. Jens, wie geht's dir? Na, das ist doch mal ein Geschoss hier, oder? Das ist der Basis-Macan, also Kassen-Porsche nennt man das ja. Wobei, der fühlt sich aber gar nicht an wie ein Kassen-Porsche. Hier, schau mal selbst, ne? Ja, den fahren wir morgen nicht, ne? Ey, schönes Interieur mit dem hellen Leder. Ja, das mag ich. Hätte ich genauso konfiguriert. So Leute, jetzt sind wir hier in Koblach in der Porsche Charging Lounge und so sieht das hier aus. Schaut euch das an und hinter mir steht unser Porsche 4S Sports Turismo, den wir heute fahren. 1111 Kilometer. Unsere erste Strecke wird uns dann nach Bingen führen. Das sind 435 Kilometer und die müssen wir mit einem Rutsch durchfahren. Das heißt, wir dürfen nicht unterwegs laden. In Bingen ist dann die nächste Porsche Charging Lounge und da dürfen wir laden. Und ich zeige euch mal eben kurz, wie das hier aussieht. Hier laden jetzt alle Teams. Das ist der Taycan von Alex. Moin Alex, wie geht's? Moin. Bist du gut drauf? Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Erstaunlich gut für die Uhrzeit. Was haben wir? Wir haben es jetzt kurz vor sechs, ne? Wir haben jetzt kurz vor sechs. Das Kamerateam ist motiviert. Die rennen mir schon die ganze Zeit hinterher. Jetzt kriege ich auch noch ein paar Akkus verpasst. Ja, viel Erfolg. Wir sehen uns unterwegs. Bis dann. Ich habe verloren. Ich habe beim Losen habe ich den Cross-Turismo gewonnen. Ach du Armer. Da bin ich jetzt aber traurig, du. Da ja, bin ich echt traurig. Der ist aerodynamisch so viel schlechter. Ich werde garantiert nicht gewinnen. Ja, und Tarik wuselt hier auch rum. Na Tarik, wie sieht's aus? Ich bin etwas wach mittlerweile. Etwas? Ja. Ja, und wir haben hier an den Porsche Lounges meistens 6 oder 4 Stalls, jeweils mit einem Anschluss, denn die liefern 400 kW. In der Lounge gibt's hier, wie gesagt, alles, was das Herz begehrt. Kaffee, Wasser, Saft, sogar Croissants. Schaut euch das an, für unser leibliches Wohl ist gesorgt. Brezel, alles da, dass wir nicht verhungern unterwegs. Wir sind so ein bisschen aufgedreht, das merkt ihr, ne? Weil wir sind doch ein bisschen nervös, weil die erste Strecke, ich meine, Tarik braucht den richtigen Gasfuß. Gestern übrigens sind ein französisches Team unterwegs kurz vor Bingen liegen geblieben, weil sie die Ausfahrt verpasst haben und sie haben so knapp kalkuliert, dass eben die 0% dann nicht mehr gereicht haben, um von der verpassten Ausfahrt zur Porsche Charging Lounge zu fahren. Und da mussten sie abgeschleppt werden. Und ein zweites Team ist so knapp angekommen, dass sie in der Einfahrt von der Charging Lounge in Bingen liegen geblieben sind. Aber die konnten dann so Office-Style-mäßig den Porsche noch bis zur Säule schieben und mussten nicht abgeschleppt werden. Also ich hoffe, das passiert uns nicht, ne? Also wir sind jetzt 4,5 Stunden unterwegs, denn ich denke, wir werden jetzt nicht 180 oder so fahren, denn die Reichweite ist knapp bemessen. Und es kann losgehen, Leute. Wir haben jetzt 100% geladen, 426 Kilometer Reichweite zeigt er uns an. Aber wir müssen fahren 436 Kilometer. Jens, das wird eine enge Nummer, sage ich dir. Guter Gasfuß, Tarik. Ich bin im Range-Modus. Wir haben die Klimaanlage auf 20 Grad eingestellt und alles auf Eco Plus, Eco, Eco, Doppel Plus. So wie ich normalerweise nie fahre. Aber wir dürfen ja nicht zwischenladen. That's the problem.
angezeigt wird 412 Kilometer Reichweite. Wir haben aber noch 429 Kilometer vor uns. Also müssen wir ein bisschen haushalten, ne? Schaut mal, wir haben jetzt 51% noch im Akku, also quasi fast halb. Wir sind 251 Kilometer gefahren. Das heißt, mit 100% Akku, dann würden wir jetzt rechnerisch 500 Kilometer weit kommen mit der Fahrweise, die wir hier haben. Und die Fahrweise ist halt natürlich sehr, sehr gemächlich fahren, ne? 120 bis 140 maximal. Und wir haben es auch draußen nur 11 Grad und es war ja auch Nieselregen, ne? Aber ich würde es auf keinen Fall als Schleichen. Nee, es kommt drauf an. Also der gemeine Porsche-Fahrer wird es als Schleichen bezeichnen. Aber wir haben 20,1 Kilowattstunden im Durchschnitt gerade. Ja, so Leute, das wird eine enge Nummer. Wir haben noch 47 Kilometer und 51 Kilometer Rest. Wir kommen mit maximal 1% da an, wenn überhaupt, ja. Und wir haben jetzt so gut wie alle hinter uns gelassen. Wir sind an Position 2. Müsste man mal nachgucken in der Gruppe. Das kann ich gleich noch mal machen. So, wir sind jetzt an Position 2 tatsächlich. Aber wir haben, wie gesagt, keinen Puffer mehr. Das heißt, richtig viel Schnellfahren ist nicht mehr. Zumal das Wetter auch nicht besser geworden ist. Es regnet immer noch ein bisschen. Aber wir haben einen Schnitt von 107 km/h. Sind jetzt 399 Kilometer unterwegs und haben noch 12% im Akku. Wie gesagt, wir müssen noch 45 Kilometer. Dass wir das schaffen, ist gar keine Frage, es sei denn, wir verpassen die Ausfahrt. Und das sollte möglichst nicht passieren. Ja, wir sind in Bingen. Wir sind mit 3% angekommen, Leute. Hat, glaube ich, noch 6 Kilometer Rest, also richtig entspannt. Und jetzt laden wir. Wir sind hier tatsächlich die Dritten. Und schaut mal, wie das aussieht. Hier laden wir. Da lädt der Nächste. Moin. Schaut euch mal diese Ladekurve an, Leute. Also knapp bis 315 kW sind wir hochgegangen. Und jetzt ist es ein bisschen runtergefallen. Wir sind über 50% auf 204 kW. Und ich glaube, bei 60, da stöpseln wir uns ab und dann fahren wir weiter. So Leute, wir sind wieder on track. Wir sind die Ersten, die losgefahren sind, die am wenigsten geladen haben. Das riskieren wir jetzt mal. Wir haben 58% im Akku. Und wir brauchen zumindest laut Vorhersage des Porsche Navis 50%, also 8% Puffer. Und es sind 185 Kilometer und wir haben 255 Kilometer im Akku. Und da die Anzeige ja sehr genau ist, sollte das eigentlich gut hinkommen. Jetzt ist die Frage, wie die anderen laden. Wenn die nämlich dann Vollgas fahren, dann sehen wir vielleicht ein bisschen alt aus. Aber das ist jetzt unsere Strategie, dass wir möglichst kurz laden und schnell wieder weg sind. Das wird eine sehr enge Kiste. Wir sind hier mit drei Wagen sehr dicht beieinander, so im Abstand von vielleicht 500 Metern. Der eine fährt direkt vor mir, den ganz ersten kann ich da hinten erkennen. Und ja, wir sind noch, wie viel Kilometer? 67 Kilometer entfernt. Wir haben noch 79 Kilometer Restreichweite. Das heißt, der Puffer, der schmilzt gerade, jetzt muss ich hier mal einscheren. Moment, jetzt hat er mich ausgetrickst hier. Der Puffer schmilzt gerade ein bisschen, weil wir doch sehr schnell gefahren sind.
Und ich höre gerade, wie die Akkukühlung angeht. ja, also das wird spannend. Wir haben in Würzburg 4 Stalls. Und es wäre halt gut, wenn wir höchstens so mindestens Vierter werden, weil wir uns sonst in die Warteschlange stellen müssen fürs Laden. Und das bedeutet mindestens 20 Minuten Verzögerung für uns. Und das wäre halt schlecht. Ne? Deswegen wollen wir auf jeden Fall Vierter werden. Momentan sind wir Dritter. Also im Abstand von wenigen Sekunden. Und hinter mir ist Alex Bloch irgendwo. Aber den kann ich noch nicht sehen, aber laut unserer Standortteilung ist er nicht weit entfernt. Tja, Leute, so kann's gehen. Wir sind hier als Fünfter angekommen bei nur 4 freien Ladeplätzen. Müssen wir jetzt warten, bis der Erste wegfährt. Ein bisschen verzockt und vor allem haben wir uns einmal bei der Abfahrt von der ersten Ladestation verfahren. Das hat uns 2 Minuten gekostet. Ich glaube, die 2 Minuten, die hätten wir jetzt hier gut gebrauchen können, dann wären wir nämlich fitter gewesen. Ja, schade eigentlich. Ja, so haben wir ein bisschen Zeit, können auf jeden Fall in Ruhe noch einen Kaffee trinken und dann schließen wir uns an. Und der nächste Stopp ist dann Ingolstadt. Das sind, glaube ich, von hier aus 220 oder so Kilometer. Also eins ist klar, jetzt laden wir ein bisschen voller, damit wir nicht wieder in Schwierigkeiten kommen. Wir sind hier mit 3% angekommen, 10 Kilometer Restreichweite. Alles kein Problem, weil diese Anzeige beim Porsche Taycan, die ist so mega genau, die stimmt auf den Kilometer. Aber was uns Mike halt gesagt hat hier, der Pressechef von Porsche, 0 Kilometer ist auch wirklich 0 Kilometer. Einen großen Puffer von irgendwie 5 bis 10 Kilometern ist nicht. Bei 0% und 0 Kilometer sind, glaube ich, noch 200 oder 400 Wattstunden im Akku und das war's. So, Leute, wir haben bis 66% hochgeladen und jetzt sind wir wieder auf der Spur. Leider als Fünfter. Die anderen haben ungefähr 12, 13 Minuten Vorsprung jetzt. Das werden wir wohl nicht mehr einholen. Also, das heißt, Sieger werden wir wohl nicht mehr, weil das schaffen wir auch mit der Akkukapazität dann nicht mehr. Aber wir hoffen vielleicht noch einen einzuholen, dass wir in Ingolstadt, wo es auch nur 4 Stores gibt, dass wir dort vielleicht als Vierter ankommen. Aber ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Auf jeden Fall ist es eine schöne Tour. Sehr entspannt. Macht mega viel Spaß. Der Wagen ist ein Traum. Ich sage euch, der liegt auf der Straße. Unglaublich. Wie eine Straßenbahn. Ja, wie eine Straßenbahn. Tarek, weiß ich Bescheid. Ich weiß, wovon ich rede. Schau mal hier, die Kurve. Wir fahren jetzt hier in der Kurve, ne? Boah. Alter Schwede! Alter Schwede! Hammer! Ja, Tarek versucht gerade mal das Fahrwerk zu testen, aber es ist wirklich unglaublich. Also er klebt förmlich am Asphalt. Ne? Ja, Leute, also wir sind wieder auf der Strecke und wir melden uns dann beim nächsten Lader. Wie gesagt, Ingolstadt, 200 Kilometer. Wo sieht man das? 200 Kilometer, genau 200 Kilometer. Jetzt rechts halten, Tarek, ne? Haben wir schon meiner schon wieder verfahren? Wir sollten einfach nicht quatschen. Ja, Leute, wir sind wieder angekommen in Ingolstadt nach 834 Kilometern. Wir haben wieder 6% im Akku gehabt. Jetzt geht es die nächste Etappe noch wieder zurück nach Koblach. Das sind so rund 300 Kilometer. Wir laden jetzt nur bis 66%, also schlägt der Taycan jetzt vor, um dorthin zu kommen. Werden aber noch ein bisschen Puffer geben, dass wir so bis 80 hochladen. Dann haben wir irgendwie ein bisschen mehr Sicherheit, können ein bisschen mehr schnell fahren. Ist einfach geiler, als so langsam zu krücken, langsam in Anführungsstrichen. Wir haben einen 100er Schnitt im Moment. Also ich mache mal eben den Wagen aus, weil wenn der Wagen an ist, dann zählt die Zeit weiter. Und das hat uns vorhin beim letzten Laden nämlich den Schnitt versaut. Da lagen wir schon über 107 km/h, also Schnitt auf der gesamten Strecke. Und dadurch, dass wir den Wagen halt an hatten, wurde das die Zeit mitgezählt und dadurch der Schnitt immer langsamer. Ne? Na gut, jetzt essen wir noch ein Brötchen. Hier gibt es nämlich in der Lounge Kaffee, Brötchen, alles natürlich für uns. Haben so 20 Minuten Zeit, wenn überhaupt. Und dann geht es auch gleich weiter, weil wir wollen auf jeden Fall vor 19 Uhr wieder in Koblach sein. Wir müssen versuchen, vor der Rush Hour in München da am Ring vorbeizukommen.
Leute, wir sind nach 11 Stunden 24 Minuten die 1111 Kilometer gefahren. Also eigentlich waren es 1112, 24,2 im Durchschnitt. Und ich muss sagen, das ist wirklich ein Spitzenergebnis. Was meinst du, Tarek? Hammergeil. Hammergeil. Wir sind nicht letzter geworden. Wir haben den 5. Platz errungen, aber es war wirklich haarscharf. Wir haben noch 12% im Akku. Das heißt, wir haben noch üppig was quasi in der Batterie. Aber wir konnten echt nicht viel schneller fahren, weil der Verkehr war einfach zu dicht. Aber es war mega geil. 11 Stunden 24 für die Strecke. Ja, Topwert kann ich sagen. So, Leute, jetzt geht's auf die Rückfahrt. Wir haben eine super Tour gehabt gestern. 1111 Kilometer in diesem Wahnsinnsauto. Hat echt Spaß gemacht. Aber nichtsdestotrotz, ich sitze jetzt hier auch in einem Wahnsinnsauto. Das Tesla Model S Long Range von 2023. Und ganz ehrlich, ich liebe diesen Wagen. Und jetzt geht's zurück, 812 Kilometer, zurück nach Bremen. Und wir müssen zweimal laden, sagt mein Tesla. Ich habe jetzt noch 44% im Akku, um erstmal ein bisschen hier für freie Sicht sorgen. Ja, mit 44% im Akku starten wir und ich muss zweimal laden bis Bremen. Einmal wieder in Illertissen und dann einmal in Malsfeld. Und dann bin ich wieder zu Hause, also völlig easy. Während der Fahrt nachher erzähle ich euch noch ein bisschen was über die Tour. Jetzt muss ich erstmal wieder hier gucken, dass ich auf die Autobahn finde. Und ja, dann sehen wir uns gleich. Ja, so erfolgreich wieder die Autobahn gefunden. Aber ich glaube, mit diesem Navi hier und diesem riesen Monitor ist das echt kein Thema. Weil ich muss auch sagen, hier im Porsche, ne, was mich da am meisten gestört hat, bei aller Faszination für das wahnsinnig geile Auto, das war einfach dieser winzige Navi-Screen. Was hatte der? Ich weiß nicht, 10 Zoll höchstens. Also es ist ein Viertel von diesem hier, ja. Und ich muss zugeben, das interne Navi hat mir persönlich eigentlich überhaupt nicht gefallen, weil ich fand die Ansagen teilweise nicht richtig präzise und eben die optische Darstellung war für mich vom Fahrerplatz aus sehr schwer zu interpretieren manchmal. Und wir haben uns deswegen auch einmal verfahren, was uns den 3. oder 4. Platz gekostet hat. Hier ist alles mega und es reagiert instant, ja, also das ist einfach so ein Unterschied. Nur das Auto an sich, ganz ehrlich Leute, das ist natürlich eine andere Welt, ja. Also das Fahrwerk, wir hatten ja dieses adaptive Luftfahrwerk, das fährt irgendwie auch rauf und runter, wenn man ein- und aussteigt, automatisch. Also innerhalb von einer halben Sekunde ist der rauf oder runter gefahren. Es ist so wahnsinnig und der Fahrkomfort, ne, alles schon richtig geil. Und der Allradler 4S, der hat auch einen Durchzug, selbst im Range-Modus, boah, da bleibt kein Auge trocken. Spitzengeschwindigkeit, die wir gestern gefahren sind, war mal kurzzeitig 258 km/h laut Tacho. Also das war schon der Wahnsinn und das ganze Fahrgefühl und wie der Wagen so agiert, ja, wie er liegt auf der Straße. Du kannst damit Kurvenradien fahren in einer Geschwindigkeit. Es ist einfach ein Sportauto für die Rennstrecke auch mit konstruiert. Und das ist natürlich nicht ganz so hier beim Tesla Model S, wobei der ja auch relativ sportlich ist und er beschleunigt sogar schneller. Aber irgendwie ist es halt ein Porsche und das macht den Unterschied aus. Ja, die Tour war wirklich klasse. 5. Platz, damit kann ich gut leben. Es war ja sowieso eine Spaßveranstaltung. Es ging ja auch um nichts, es gab nichts zu gewinnen, höchstens die Ehre. Aber wir lagen wirklich so dicht zusammen. Also die Zeit zwischen dem ersten und dem letzten waren, glaube ich, 40 Minuten auf 1111 Kilometer Strecke. Und das kam eigentlich nur zustande, dieser Zeitunterschied, weil die zwei letzten, also der 5. und 6. Platz, in Würzburg bei der Porsche Launch warten mussten, weil die eben nur 4 Stalls hatten und wir waren 6 Autos und die zwei, die zu spät kamen, auch wenn es auch nur 10 Sekunden war, die mussten mindestens 15 Minuten warten. Und das hat dann eben den Unterschied ausgemacht. Und dann wurde der Verkehr auch bei München dichter, das heißt für die, die später gestartet sind, so wie wir, also von Würzburg aus dann weiterfahren konnten, 15 bis 20 Minuten Zeitverlust, war der Verkehr dann auch dichter. Das heißt, wir konnten insgesamt dann nur noch langsamer fahren und am Ende dehnte sich der Zeitunterschied dann eben bis zu 40 Minuten aus. Aber es hat wirklich mega Spaß gemacht. Ich habe viele Kontakte geknüpft, viele super nette Leute kennengelernt. Das gesamte Porsche-Team ist sowas von so nett. Nochmal schöne Grüße. Ja, Leute, jetzt fahren wir zurück. Hab jetzt noch 8 Stunden 40, wenn das so läuft wie vorgestern. Fahrt vor mir. Ich hoffe, dass ich nicht zu viel Stau habe. Heute ist Freitag. Ich weiß nicht. Ich fahre Richtung Norden. Ich hoffe, dass der größte Verkehr Richtung Süden geht.
und ich Richtung Norden einigermaßen durchfahren kann. Und jetzt hier während der Fahrt entspanne ich mich erstmal ein bisschen, denn für mich ist E-Autofahren eigentlich sowas wie Entspannung. Ach so, ja, ein Detail noch, apropos Entspannung. Ne? Also wir waren ja 1111 Kilometer unterwegs, 11 Stunden 24 Minuten, inklusive Laden. Und es war am Ende so, dass wir entspannt aus dem Auto ausgestiegen sind und eigentlich hätte ich die Strecke nochmal fahren können. Also es war, ja, E-Autofahren entspannt einfach. So ist es. Punkt. So, wir sind in Illertissen angekommen mit 14%. Jetzt laden wir 206 kW, 208 kW, 210 geht wieder rund hoch bis 256 wahrscheinlich wieder. Wir stehen hier so, weiß ich nicht, vielleicht 30 Minuten, weil wir müssen, wenn wir nach Malsfeld fahren, 374 Kilometer zurücklegen. Das ist ein bisschen größere Strecke. Ja, jetzt habe ich ein bisschen Zeit, werde wahrscheinlich ein bisschen E-Mail machen und vielleicht noch ein Brötchen essen. Okay, Wetter ist wieder mal so wie auf der Hinfahrt. Teilweise sonnig, teilweise Nebelsuppe. Ne? Je nachdem, in welcher Höhe du bist und in welcher Flusstalgegend. Naja, wird wahrscheinlich so bleiben bis Bremen. Hauptsache kein Regen. Ja, Leute, so ist das. Jetzt stehe ich hier schon seit einer halben Stunde im Stau. Der ist überhaupt nicht lang, ne? Vielleicht anderthalb, zwei Kilometer. Aber es zieht sich und geht wirklich nur im Schritttempo, wenn überhaupt, voran. Und jetzt habe ich irgendwie noch 500 Meter vor mir und ja, das kann jetzt noch 10 Minuten dauern. Und 230 Kilometer warten noch auf mich. Ich habe noch 57% im Akku, aktueller Stand. Ich komme mit 14% in Malsfeld an, gar kein Thema. Aber es dauert halt noch länger, als ich dachte. Von wegen 3,5 Stunden. Wahrscheinlich bin ich jetzt dann 4 Stunden auf dieser Etappe unterwegs. Und 4 Stunden in einem Rutsch fahren ist schon nervig, ganz ehrlich. Aber gut, selbst das geht mit einem E-Auto, könnt ihr mal sehen. Ne? Also die Reichweiten heutzutage mit so einem großen Akku und dann auch der Effizienz hier vom Model S, die sind eigentlich so groß, dass man schon freiwillig zum Laden rausfährt, weil man eine Pause braucht. Ganz ehrlich. So, wir sind mit 10% hier in Malsfeld angekommen, nach knapp 380 Kilometern. Und es hat wirklich, wie lange hat es gedauert? Boah, 4 Stunden und fast 20 Minuten. Es war so viel Verkehr und 2, 3 kleinere Staus, 2 Phantombremsungen. Also es war wirklich eine ätzende Fahrt. 4 Stunden fahre ich sonst echt ungern am Stück. Ist man irgendwie auch nicht mehr gewohnt und tatsächlich mag ich das auch gar nicht mehr. Ja, und hier die V4 Charger sind eigentlich relativ schick, sind auch ganz neu. Kriege auch jetzt hier schon 250 kW. Was mir aber aufgefallen ist, hier der Taster an dem CCS-Stecker, der ist normalerweise dazu da, dass die Ladeklappe aufgeht. Ja, ich drücke und drücke und drücke. Ja, pf, denkst du, die Ladeklappe geht auf? Muss ich sie halt von Hand aufmachen? Scheint auch nicht alles zu funktionieren hier, ne? Aber sieht auf jeden Fall sehr schick aus. So, jetzt gehe ich erstmal was essen und nach dem Messen geht's auf die letzte Etappe und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute, wir haben genug geladen. Ich habe tatsächlich aus Versehen bis 88% geladen. Ich habe da gar nicht so drauf geachtet und die Zeit so ein bisschen aus den Augen verloren. Und dann stand da plötzlich 88%. Naja, ist ja auch nicht schlimm. Ein paar Prozent mehr macht ja nicht viel. Wir sind wieder on the road. Letzten 303 Kilometer bis Bremen. Also noch gute 3 Stunden wird es wahrscheinlich dauern. Ich hoffe, der Verkehr hält sich jetzt wenigstens einigermaßen in Grenzen. Aber es ist jetzt Freitagabend. Also meine Hoffnung ist da eher so begrenzt, würde ich sagen. Naja, wenigstens ist das Wetter jetzt schön, der Nebel ist weg, wir haben stahlblauen Himmel, richtig geil, aber man muss echt eine Sonnenbrille tragen, sonst sieht man nichts. Ja, 18,6 haben wir im Durchschnitt bis jetzt. Wir sind 1300 Kilometer unterwegs, 18,9 tatsächlich, muss mich korrigieren, 18,9 Kilowattstunden und wir fahren wirklich zügig auf der Autobahn, also 130 ist eigentlich so das, was wir immer anstreben. Manchmal fahren wir auch 170, je nachdem, wie die Verkehrslage es gerade so hergibt, ne? Aber dann diese Effizienz, das ist schon geil. Und die Reichweite jetzt, boah, über 480 Kilometer mit einer Ladung. Und zwar ohne Probleme, wo man nicht mal ökologisieren muss. Also das ist schon geil, muss man echt sagen. Ja, also Leute, für die restlichen 3 Stunden, ich denke mal, da wird nicht viel passieren. Deswegen verabschiede ich mich jetzt von euch. War ein toller Roadtrip.
Also jetzt drei tolle Tage. Der Tag heute ist ja fast rum, aber noch nicht ganz. Und es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat das Video auch Spaß gemacht. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und lasst mir gerne ein Abo da. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und ciao.